So, wir sind hier bei einem Festwagen. Den Wagen sieht man noch nicht, aber gleich werden Sie drauf zu sehen sein. Der nennt sich Bernkastler Doktor. Den Doktor haben wir hier neben uns. Vielleicht stellt er sich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Jupp Kleinmann. Ich bin atypisch, komme aus Monzelfeld, geboren, wohne in Köln und bin ab heute Premiere hier auf dem Wagen. Ich freue mich schon drauf, den Bernkastler Doktor zu repräsentieren. Schon nervös? Nö. Nee. Okay. Also ist praktisch nur das zu repräsentieren, ansonsten keine besondere Aufgabe, wo Sie jetzt sich wochenlang darauf vorbereiten müssen? Nee, ich habe vorher gefragt, es gibt drei Themen, die ich abdecken muss, winken, trinken und nachher den Bernkastler Doktor präsentieren am Marktplatz. Sie sind ja nicht alleine, denn neben Ihnen, das ist Ihre Funktion, das stellen Sie sich selber mal kurz vor. Ich bin der Kurfürst von Bernkastel, der Doktor, der Jupp Kleinmann, das ist der mich an dem Wein genesen ließ. Das ist der Winzer, der den Kurfürsten geheilt hat, wo ihm kein Doktor mehr helfen konnte. Daher rührt auch der Name Bernkastler Doktor. Für einige Zuschauer, die kennen die Geschichte vielleicht nicht um den Bernkastler Doktor. Kann man die mit wenigen Sätzen kurz erzählen? Ja, es war ein Kurfürst oben auf der Burgruine Landshut, der also erkrankt war, dem kein Doktor in der Gegend helfen konnte. Und dann ist ein junger Winzer aufgebrochen aus Bernkastel und hat den Doktor empfohlen, ein Fässchen Wein jeden Tag zwei Gläschen zu trinken. Und daraufhin ist der Kurfürst dann genesen. Das war die Geschichte. Kurz und knackig. Und der Doktor hat dann auch seine Adjutanten dabei, eine Krankenschwester dabei? Oder was ist Ihre Aufgabe? Oder stellen Sie sich mal kurz vor. Ich bin die Marika Braukmann, ich komme aus Köln. Ich bin das vierte Jahr jetzt mit dabei hier auf dem Doktorwagen. Und ich bin das Burgfräulein. Ah, Burgfräulein. Ja. Das gab es ja damals auch, genau. Ja, das gab es damals auch und ja, stehe dem Kurfürsten zur Seite sozusagen. Ne? Und ja, es ist natürlich für uns Kölner immer wieder toll, mal was anderes als den Rosenmontagszug zu erleben. Und ich glaube auch, dieser Festumzug hier steht dem Rosenmontagszug in nichts nach. Oh, davon sind wir ganz überzeugt, natürlich. Aber wir haben auf der anderen Seite auch noch eine junge Dame. Vielleicht stellen Sie sich auch kurz vor. Ja, ich heiße Ruth, ich komme aus Zeltingen, bin auch das vierte Jahr dabei, als zweites Burgfräulein, gemeinsam mit meinem Ehemann, der sich hinten versteckt. Ja, wir sind seit 4 Jahren dabei. Ist ein Familienwagen eigentlich. Wir gehören alle zusammen, eine Familie. Okay, ja, dann kann ich nur sagen, viel Spaß, viel Freude und repräsentieren Sie den Moselaner Wein oder den Bernkastler Wein. So gut Sie können. Neben mir steht der Bürgermeister von Bernkastel, cooles Herr Port. An so einem Tag wie heute, sicherlich stolz auf diese Stadt. Ja, schauen Sie mal, wie viele Menschen heute hier da sind. Bei diesem herrlichen Wetter und bei diesem tollen Umzug ist das die richtige Feierlaune. Da kann man natürlich stolz drauf sein. Was macht der Reiz aus, Bürgermeister von dieser Stadt zu sein? Naja, wir sind eine touristisch geprägte Stadt. Wir haben ja, wir rechnen immer so mit etwa 1 bis 1,5 Millionen Tagesgäste. Da gibt es immer viel zu tun, immer viele Feste. Und ich denke mal, es ist was anderes, eine solche Stadt zu führen mit der Auswirkung, die die Stadt Bernkastel-Kues hat, als eine x-beliebige Stadt, die den Tourismus nicht hat. Wir präsentieren die Region auch nach außen hin. Hier so gerade das Weinfest von Bernkastel-Kues ist ja über die Grenzen hinaus bekannt. Da bedarf es ja einer Riesenorganisation. Das schafft der Bürgermeister alleine nicht. Da hat er ein Team dabei. Nein, ich habe da schon ein eingespieltes Team. Das ist im Übrigen das 66. Weinfest der Mittelmosel. Im Grunde genommen ist der Grundzug des Weinfestes immer der gleiche geblieben, dass wir den Empfang der Mosella freitagsabends haben, das große Feuerwerk, was gestern Abend übrigens wieder ganz toll war, und heute der Festzug durch die historische Altstadt von Bernkastel über die Brücke durch Kues. Dieser Dreiklang haben wir seit Jahren nicht geändert unter dem Motto Never change a winning team, und das zeigt sich, dass das der richtige Weg ist und nach wie vor auch die Bevölkerung ein gewisses Maß an Folklore immer gerne sieht. Nach dem Fest ist vor dem Fest, sind denn schon irgendwelche Planungen für nächstes Jahr? Oder will man sich weiterentwickeln oder will man den Standard einfach halten? Also alle Gäste, die heute hier waren und nächstes Jahr wiederkommen wollen, über Nacht, die müssen heute schon buchen, damit sie ein Zimmer kriegen. Wir sind immer an Überlegungen, was wir verbessern können. Wir haben beispielsweise
vor 3-4 Jahren diesen Moselblümchenabend eingeführt, donnerstagsabends, mit dem Resultat, dass man mittlerweile auf der Weinstraße sehr, sehr viele Moselblümchen findet. Eine gute Sache, die kommt auch an, weil die Moselblümchen, die ziehen auch immer andere Menschen zusätzlich an, die vielleicht sonst nicht kommen würden. Also wir lassen uns alle paar Jahre mal wieder was Neues einfallen, aber ohne, dass es heißt, wir gehen mit jedem Modetrend, das macht auch keinen Sinn. Wir brauchen ein bisschen diese Art von Kultur, weil diese Kultur ist auch mit dem Wein ganz hervorragend verbunden. Wenn man Ihnen so hört, zuhört, Sie sind voller Begeisterung, voller Freude, Bürgermeister, kann man Ihnen nur noch weiterhin viel Spaß, viel Kraft und Energie wünschen, ja, dieses Amt weiter zu begleiten und diese Stadt einfach nur zu genießen. Also die Kraft ziehe ich aus diesen edlen Tropfen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel trinkt, aber im Normalfall reicht das aus, um die Kraft, die man als Bürgermeister braucht, hier auch daraus zu bekommen. Wunderbares Schlusswort. Dankeschön, vielen Dank und noch viel Spaß hier am Bernkaster Weinfest. Vielen Dank. Und hier kommen wir zu einem weiteren Highlight unseres Umzugs. Hier kommt unsere Mosella Alexandra. Neben mir steht die Organisatorin für das Weinfest im Bernkastel Kues, Frau Jacobs. Frau Jacobs, sicherlich machen Sie das nicht alleine, aber es ist doch eine große Aufgabe, die Sie da vor sich haben. Vielleicht können Sie den Zuschauern ein bisschen erzählen, nur im Kleinen oder im Groben, was das alles bedeutet, ein solches Weinfest zu organisieren. Was ist Ihre Aufgabe? Ja, von A bis Z eigentlich alles. Das beinhaltet sehr viel. Nicht nur, wie wir heute gesehen haben, den Festumzug oder die Vorbereitung fürs Feuerwerk, die Einteilung der Weinstraße, viele, viele Kleinigkeiten. Es geht über die Feuerwehr, das DRK, die Einteilung der Winzer, der Weinstände, die Absprache mit dem Rummelplatz, also eben das gesamte Paket halt. Aber das ist ja ein Riesenfest, das hier, also bedarf es einer riesengroßen Organisation. Wann fangen Sie da an? Ist nach dem Fest vor dem Fest? So ungefähr, ja. Also die Anfragen, die tauchen direkt nach dem Weinfest wieder auf. Hauptsächlich auch die Anfragen der Musikvereine, der Musikkapellen. Doch fängt schon im Januar eines jeden Jahres an, weil die ihren Terminplan haben. Und jeder ist eigentlich froh, einen Auftritt in Bernkastel-Kues zu erhalten und deshalb auch schon so früh. Also die Leute kommen auf Sie zu. Sie müssen also gar nicht jetzt in die Ferne schweifen und sagen, habt ihr nicht Lust, mit eurer Gruppe zu uns zu kommen, sondern das Fest ist so bekannt, dass also viele schon auf Sie zukommen? Ja, auf jeden Fall. Wir suchen auch selber noch Gruppen, ganz klar, aber das meiste kommt auf uns zu. Auch schon Gruppen absagen müssen? Das ist einfach, weil die Kapazität erschöpft war? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich keine Aufgabe, einfach auch. Es ist sehr bekannt, das Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues. Kriegen Sie überhaupt selber noch was mit von diesem Fest? Kann man das genießen, so privat? Hat man dann irgendwann mal noch die Muße zu sagen, jetzt kann ich auch mal ein Stückchen von diesem hervorragenden Bernkaster Doktor trinken? Ja, also ich muss sagen, ich trinke von Donnerstag bis Sonntag nur Sprudel und am Montag ist dann mein Weinfest. Das ist verständlich. Ja. Gut, Frau Jacobs, vielen Dank. Wir wünschen Ihnen trotzdem noch viel Spaß hier und Erfolg für dieses Fest, dass es möglichst reibungslos abläuft und dass Sie gut einsteigen in die Organisation für das Bernkaster Weinfest 2015. Ja, danke für dieses Gespräch. Dankeschön. Neben mir habe ich zwei wunderschöne Damen, einmal eine Weinkönigin und einmal eine Weinprinzessin. Die Weinkönigin, die Katrin, stellt sich noch mal kurz vor. Ja, genau. Ich bin die Katrin Schnitzius, bin 22 Jahre alt und bin jetzt seit einem Jahr Mosel-Weinkönigin, werde nächste Woche leider meine Krone dann abgeben müssen. An die Weinprinzessin? Mein Name ist Caroline Quint, ich bin 26 Jahre alt, komme hier aus Windrich und bin auch seit letztem Jahr September amtierende Mosel-Weinprinzessin. Was sind denn so die Aufgaben, die man da zu erledigen hat? Ja, als Weinhoheiten repräsentieren wir natürlich zum einen die Winzer. Wir haben ganz großartige Winzer hier an der Mosel, die es auf jeden Fall verdient haben, dass man für sie Werbung macht. Wir vertreten unsere Weine, erstklassige Qualitäten findet man an Mosel, Saar und Ruwer. Ja, und natürlich auch die Region. Wir haben eine unglaublich tolle Landschaft, den Mosellauf, die steilen Weinbergshänge. Für das alles stehen wir und werben wir ein Jahr lang in Deutschland und im Ausland. Seid ihr dann immer zusammen unterwegs oder nimmt jeder getrennte Aufgaben wahr?
weitestgehend getrennt. Also das hier war jetzt einer der wenigen Termine, den wir zusammen gemeinsam machen durften. Aber in der Regel war es so, dass wir getrennt unterwegs waren. Es sind so viele Termine gewesen, da mussten wir uns das aufteilen. Das geht leider nicht anders. Ihre Amtszeit endet jetzt, Ihre auch? Genau, meine endet auch, ja. So mit kleinen Tränchen im Auge? Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge natürlich, weil man war halt wirklich mit Spaß dabei, mit Leidenschaft und Herzblut. Und das ist auch das Allerwichtigste, wenn man so ein Amt als Weinkönigin oder Weinprinzessin übernimmt. Und man muss die Zeit genießen und muss dann aber auch damit klarkommen, wenn es dann vorbei ist. Wenn man so viele repräsentative Aufgaben hat wie an dem heutigen Tag, hat man dann überhaupt noch Zeit? Bekommt man was von dem Fest mit? Ja, doch. Also man bekommt immer die Atmosphäre mit. Man nimmt sich die Zeit, auch mal zu den Winzern zu gehen, mit den Winzern zu sprechen, sich mit den Gästen auszutauschen. Es ist immer schön festzustellen, dass manche jahrelang immer wieder kommen. Andere sind ganz neu hier und sind auch total begeistert. Und ja, man nimmt sich immer die Zeit, auch was von der Atmosphäre aufzusaugen. Bei Ihnen genauso? Genauso. Ja. Deshalb werden wir uns gleich noch ein bisschen Zeit nehmen und eine Runde über die Weinstraße schlendern und dort den einen oder anderen Winzer besuchen. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch und bedanke mich sicherlich im Namen aller, denen Sie immer wieder zugelächelt, zugewunken haben. Ja, denn das ist auch nicht immer so einfach. Ne? Da kriegt man dann immer so, ne? Gut, ich will das nicht näher beschreiben, aber ist ja sicherlich auch nicht einfach. Und von daher kann ich sagen, im Namen aller, die Sie begrüßt haben, die Sie zugewunken haben, zugelächelt haben, ein Dankeschön und wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen auch für dieses Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Ich bereite Sie mal so ein bisschen darauf vor, was auf uns zukommt. Wir haben also insgesamt 95 Fuß- und Wagengruppen, die hier also hier am Marktplatz vorbeiziehen werden. Neben mir steht die Frau Watters. Sie hat heute hier die Veranstaltung moderiert. Wenn man sowas moderiert, muss man sich auch vorbereiten. Kurz was zu Ihrer Person und dann, wann fangen Sie an, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Weinfest von Bernkastel? Ja, also ich bin Bianca Watters, ich bin jetzt seit Juli hier bei der Stadt, moderiere aber diesen Umzug schon länger. Es ist enorm viel Vorbereitung. Wir hatten ja 95 Fuß- und Wagengruppen und wir schreiben dann die Gruppen an. Wir haben so einen Fragebogen, den die ausfüllen sollen. Diese Informationen bekommen wir dann zurück und wenn uns das nicht ausreichend ist, telefonieren wir sogar noch dann ab. Also man kann schon sagen, also in der Endphase habe ich jetzt eigentlich die ganze Woche jetzt dran gesessen und vorher aber die Vorarbeit geleistet mit den ganzen Fragebögen und abtelefonieren. Und wie lief es denn so heute? Lief es relativ reibungslos? Waren noch alle Gruppen da? Es waren alle da, aber ich muss tatsächlich sagen, in diesem Jahr lief nicht alles ganz reibungslos. Wir hatten viele verschiedene Verschiebungen im Umzug gehabt. Feldens hatte zum Beispiel Probleme mit dem Wagen gehabt und die mussten dann sich woanders einreihen. Und dann habe ich aber immer eine Mitarbeiterin von mir, also meine Schwester ist das, die unterstützt mich immer. Die schaut immer genau, welcher Wagen kommt, weil wir haben ja Einsicht hier in die Römerstraße. Und dann sagt die immer genau, Feldens ist nicht da, jetzt kommen die und die und reicht mir die entsprechenden Karten. Und das war schon hilfreich. Also wenn ich die heute nicht gehabt hätte, hätten wir heute Chaos gehabt. Und dank ihr hat es halt funktioniert. Toll. Also Ihnen hat es dann auch richtig Spaß gemacht? Also mir macht es richtig Spaß. Mir macht es jedes Jahr richtig Spaß, obwohl wir im Grunde ja eigentlich immer dasselbe haben. Aber trotzdem ist es immer unterschiedlich. Und das ist schon ein Erlebnis, hier mit dabei sein zu können und als Kommentatorin dann sowieso. Wenn Sie dann so in die Organisation, nicht in die Organisation, aber wenn Sie jetzt so einen Programmpunkt zu organisieren haben und diese Sache moderieren, kommen Sie dann überhaupt noch dazu, das Fest selber irgendwo zu genießen? Haben Sie noch Zeit, die Weinstände zu besuchen oder die kulinarischen Feinheiten hier? Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit nehmen wir uns dann auch. Also wir sind ja jetzt seit Donnerstag tatsächlich im Einsatz. Wenn dann hier jetzt schon mal so ein Programmpunkt wieder abgearbeitet ist, sage ich mal, gehen wir natürlich jetzt auch auf die Weinstraße und trinken was. Aber für uns ist eigentlich der Montagabend, das ist der Abend der Einheimischen. Also da werden Sie auf jeden Fall alle, die auch hier dran beteiligt waren, alle, die organisiert haben, die mitgeholfen haben, die findet man auf der Weinstraße und die feiern dann tatsächlich ihr Fest dann nochmal. Da sind Sie dabei? Da werde ich mit dabei sein. Dann wünschen wir Ihnen dazu viel Spaß, viel Vergnügen. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Dankeschön. Danke. Bernkastel Weinfest, eines der Feste hier an der Mosel. Da ist man doch stolz, sowas mit zu organisieren zu dürfen und miterleben zu dürfen. Ja, das ist das größte Weinfest der Mosel und ist auch das schönste Weinfest. Das Schöne, das Besondere daran ist, dass alle Gemeinden mitmachen. Das ist toll, die kommen mit ihren Musikgruppen, die kommen mit ihrem Wagen, mit ihren Tanzgruppen. Und wenn sie sowas mit organisieren kann, schon von Donnerstag an, Moselblümchenabend, dann die Traditionsveranstaltung, Krönung der Weinkönigin, hier macht man das einfach als Bernkastler toll.
Was bedeutet Moselblümchenabend? Was kann man sich darunter vorstellen für diejenigen, die es jetzt nicht kennen? Moselblümchenabend ist die Tracht der Mosel für die Frau. Und die ist um 1900 entstanden. Und es war immer viel weniger, dass immer weniger Moselblümchen die Frauen, die angezogen haben. So haben wir einen Moselblümchenabend kreiert mit einem Gewinnspiel. Diese hieß es Next Topmodel. Also die, wo gewonnen hat, ist eine Frau aus Windrich, glaube ich. Die hat jetzt ein Fotoshooting gewonnen im Moselblümchen mit allem drum und dran. Mit Kindern, mit Mann, die kann alles mitholen. Und so haben wir dieses Moselblümchen wieder beigeholt, wieder ins Leben gerufen. Wir haben doch eine Tracht, wie in Bayern auch, die sind stolz, eine Tracht zu tragen. Und hier sind sie auch mittlerweile wieder stolz, eine Tracht zu tragen. Und es werden immer mehr. Wenn man sie so hört, sie sind ja voller Stolz. Ja, wir sind Moselaner. Ja, und sind stolz, auch erst dabei geordnet zu sein in dieser Stadt und das mit organisieren zu dürfen. Ja, klar. Ja. Also sind immer, man ist immer wieder, wir sind schon, die ersten Tage sind schon abgearbeitet im Prinzip. Da werden wieder neue Ideen geboren. Wie kann ich was schneller, was besser machen? Und da ich ja früher im Gewerbeverein Weihnachtsmarkt 16 Jahre gemacht habe, ich kenne mich ein Feste organisieren aus. Und dann kommen auch so verschiedene Ideen, das machen wir mal so, das machen wir mal so. Und das muss jedes Jahr gemacht werden. Und wenn man dann dabei ist, ich wohne hier im Herzen der Stadt, keine Frage. Wenn man natürlich dann auch dann eine gewisse Routine dran hat, bekommt man auch immer mehr Zeit, das auch selber mal irgendwo noch zu genießen. Ja, weil wenn man so in einer Organisation steckt, normalerweise sollte man ja meinen, dann sind es ja 24 Stunden im Einsatz. Nein, keinen Fall. Das Weinfest ist schon so durchgeplant, dass ein vom Moselgästenzentrum von der Frau Jakobs, die haben wir eben hier gesprochen, super gemacht wird. Aber so Kleinigkeiten. Aber dass man sich dann trifft und sagt, wir müssen jetzt mal gucken, da war nichts. Das müssen wir anders machen. Mhm. So schleifen halt. Wir müssen immer wieder schleifen und das funktioniert eigentlich mit dem Moselgästenzentrum hervorragend. Die Frau Jakobs lebt und stirbt ja auch dafür. Das ist ihr Kind, dieses Weinfest. Und Zusammenarbeit ist alles und so funktioniert es nur. Ja, man merkt, ich habe eben mit dem Bürgermeister Herrn Pocht gesprochen, voller Enthusiasmus. Die Frau Jakobs, voller Begeisterung, die Weinkönigin. Die Gäste voller Begeisterung, die kommen hier hin und sehen sowas, das kann man nur im Fernsehen sehen mal, alle paar Jahre. Aber die Gäste, wo hier sind, die sind begeistert von, die sagen, diese Stadt, dieses Fachwerk, dieser Umzug, das ist hervorragend, das dauert über 2 Stunden, wo gibst du was an der Mosel? Also was die Begeisterung angeht, natürlich andere Dinge auch, aber was die Begeisterung angeht, hat das Weinfest ein hohes Suchtpotenzial? Ja, hat es. Es wird noch immer, gestern Abend zum Beispiel waren mehr Leute da wie sonst, das Feuerwerk war optimal, das Wetter war gut. Es war bis heute Morgen 5 Uhr, war die Stadt noch voller Menschen. Toll. Ja. Was soll man noch mehr dazu sagen? Man kann gar nichts mehr sagen. Man muss herkommen, gucken und mitfeiern. Das ist das Einzige, was man machen kann. Und ich lade auch jeden dazu ein. Das ist ganz toll. Ja. Ah, dann machen wir das doch einfach. Ne? Genau. Gehen wir jetzt Wein trinken. Gehen wir Wein trinken. Okay, alles klar. Gehen wir Wein trinken. Neben mir steht die Weinkönigin von Uerzig, das ist die Lisa, die Erste. Der Umzug ist vorbei, beginnt jetzt der entspannende Teil. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist nochmal kurz über die Weinstraße schlendern, ein bisschen was essen. Der Umzug dauert ja doch recht lange. Ja, und dann ab nach Hause. Wie war denn die bisherige Zeit des Regierens als Weinkönigin? Also, ich bin selbst erst einen Monat. Aber in dem Monat habe ich schon viel erlebt. Also ich war schon in Kinheim, ich war schon in Wittlich und man kann echt viele schöne Sachen machen. Wie lange geht die Amtszeit jetzt? Ich bin 2 Jahre im Amt jetzt. 2 Jahre im Amt? Ja. Und bis jetzt noch nicht bereut? Nee, auf keinen Fall. Nur positive Erfahrungen bisher. Was steht als nächstes auf dem Programm? Bei uns das Straßenfest in Uerzig. Kann man schon mal Werbung machen? Ja, auf jeden Fall. Alle kommen. Ja. Können Sie den 80er Wein noch empfehlen? Ja, natürlich. Ja, den müssen Sie ja repräsentieren. Ja, aber der ist wirklich gut. Und das sage ich nicht nur, weil ich aus Uerzig bin, ist es einfach so. Okay, und jetzt hier der Ausklang von Bernkastel. Genau. Okay, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Bitte schön. Viel Spaß. Danke. Stehe ich mitten von 2 reizenden Weinköniginnen. Das findet man auch selten, dass man im Kreise von 2 Weinköniginnen umgarnt ist. Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie sind die Weinkönigin von? Von Lösnich. Jessica die Erste. Jessica die Erste? Ja. Und seit wann im Amt? Seit Pfingsten diesem Jahr. Und macht Spaß? Es macht super viel Spaß. Es ist ein Erlebnis, was man nicht wiederhaben kann. Und Sie sind? Ich bin die Weinkönigin aus Kinheim.
Und ich bin vor genau 2 Wochen bin ich am Straßenfest gekrönt worden. Und was waren bis heute die Aufgaben? Auch noch gar nicht so viel. Das hier war eigentlich mit unser erster offizieller Auftritt. Aber wie jedes Jahr macht es super viel Spaß, hier zu sein. Die ganzen Leute, ist einfach einmalig. Wie lange geht es noch heute? Auch mal sehen, was der Tag noch so bringt. Wir haben ja perfektes Wetter. Heute noch einen offiziellen Teil oder lasst ihr das jetzt geschmeidig ausklingen? Wir lassen den Abend geschmeidig ausklingen. Ich meine, morgen geht auch für viele die Schule wieder los oder für mich die Arbeit. Da muss man auch fit sein, aber wir werden noch ein bisschen hier bleiben und mit den Gästen zusammen trinken. Okay, vielen Dank für das Gespräch euch beiden und noch viel Spaß beim Regieren. Dankeschön. Ja? Gut, dann Prost. Prost.